Musikalisch sind Florian Silbereisen und Anna Ermakova ein echtes Dreamteam. Doch was läuft privat zwischen den beiden? Bei Let's Dance tanzte sich Anna Ermakova in die Herzen der Zuschauer. Bringt sie jetzt, ein Jahr nach ihrem Sieg, das Herz von Deutschlands begehrtestem Junggesellen zum Tanzen? Was läuft da zwischen ihr und Florian Silbereisen? Es war die Überraschung beim Schlagerboom aus Kitzbühel. Florian Silbereisen und Anna Ermakova sangen zusammen den Frank Sinatra-Klassiker Something, Stupid. Immer wieder tauschten sie vielsagende Blicke, hielten einander an den Händen, schmiegten sich beim Tanzen eng aneinander. Sanft hauchten sie beide I love you, das Knistern zwischen ihnen war nicht zu übersehen. Anna Ermakovas Mutter grätscht bei Fragen dazwischen. Zwei Tage vor diesem Kuschelauftritt sah man die Bäcker-Tochter bei der Bertelsmann-Party in Berlin. Da war bereits durchgesickert, dass Anna und Flori ein Duett singen würden, doch, dass es ausgerechnet diese Liebeshymne sein würde, darüber hielt Anna sich bedeckt. Nur aus ihrer Nervosität machte sie keinen Hehl. Es ist alles sehr aufregend für mich, in einer so großen Show auftreten zu dürfen. Ich freue mich sehr darauf, mit Florian zu singen. Erstmals trat Anna mit ihrer Musik im Januar ins Rampenlicht. Auch da war es Florian, der ihr bei Die Schlager Champions eine Bühne für ihre Debüt-Single Behind Blue Eyes bot. Sie erinnert sich, bei Florian hatte ich meinen allerersten Auftritt überhaupt als Sängerin in einer TV-Show. Ich bin ihm wahnsinnig dankbar, dass er mir diese Chance gegeben hat. Er hat von Anfang an mich geglaubt und mich unterstützt. Dank ihm nahm Annas musikalische Karriere rasant Fahrt auf. Im August erscheint mein erstes Album, sagt sie. Darauf bin ich sehr stolz. Natürlich drängt sich die Frage auf, was Anna menschlich so über ihren Förderer denkt. Ich habe großen Respekt vor Florian und allem, was er schon erreicht hat. Ich empfinde es als große Ehre, mit ihm arbeiten zu dürfen, schwärmt sie. Doch als das Magazin Klosser vor Ort nachhakt, ob sich zwischen beiden neben der professionellen Verbindung inzwischen auch eine private Ebene entwickelt hat, werden sie von Annas Mutter Angela gestoppt. Darüber sprechen wir nicht. Ihre Mutter achtet darauf, dass die privaten Details auch wirklich privat bleiben? Anna ist nicht die einzige für Florian Silbereisen. Sowohl Anna als auch Flori sind offiziell Single. Im Juni vergangenen Jahres bestätigte die Britin nach 4 Jahren Beziehung die Trennung von Freund Toni. Seit seinem Liebesaus mit Helene Fischer, 39. Ende 2018 stellte Florian der Öffentlichkeit keine neue Freundin mehr vor. In seinen Sendungen turtelte der Entertainer zuletzt immer wieder heftig mit Beatrice Egli, 36. Die beiden heizten die Gerüchteküche um ein mögliches Verhältnis mit ihrem Song Das wissen nur wir sogar selbst an. Dass es nun mit Anna ebenfalls zu Spekulationen kommen könnte, stört Flori wenig, zumindest nicht, wenn man seinen Aussagen bei Brisant glaubt. Dort sagte er im Interview vor der Sendung zu seiner Duettpartnerin, es kann passieren, Anna. Ich kann mit den Gerüchten gut umgehen, ich kenne es nicht anders, seit Ewigkeiten. Aus seiner Begeisterung für die junge Kollegin macht er kein Geheimnis. Sie ist eine tolle Frau, eine großartige Sängerin und ein Talent. Ich freue mich total für sie, dass sie den Weg zur Musik gefunden hat. Ob er mehr sein möchte als nur ihr Mentor? Die gemeinsame Liebe zur Musik wäre eine gute Basis, auf der sich aufbauen ließe. Ich glaube an Seelenverwandtschaft, antwortete Anna einmal auf die Frage nach ihrem Traummann. Dieses neue Traumpaar werden wir weiter beobachten.